Wenn ihr doch stillhalten würdet. Ja, was, reicht das nicht einfach? Das läuft schon über. Drückt hier drauf. Nein, um nichts willen. Und dann eine Minute später und mit einer blutigen Binde um den Arm geht's weiter. Das sollte mehr als genug für unsere Zwecke sein. Nun, darum werde ich mich kümmern. Allerdings seht ihr, dieses Buch hier veranschlagt als Erstbehandlung für einen Biss durch ein Werewesen, dass man den roten Drachenschlund in die Wunde tut. Ihr, nötigenfalls aufschneiden. Das sollten wir zuerst versuchen. Allein schon, um eine Verschlimmerung der Lage zu verhindern. Die Wunde ist doch schon längst nicht mehr frisch. Ich denke, es geht hier mehr darum, den betroffenen Bereich zu behandeln, als wirklich die geschlagene Wunde an sich. Habe ich das nicht schon durch das Ausbrennen gemacht? So wie es hier steht, nimmt der Drachenschlund den Fluch auf, der sich in die Wunde übertragen hat, und man kann ihn dann als solchen mit dem Gegenstand entfernen. Ihr mögt die Wunde behandelt haben in eurem Körper, ja, aber nicht die in eurem Geiste. Lasst einmal... Oh, bei allen 17. Was habt ihr getan? Ja, wie ihr gesagt habt, das nochmal zur Sicherheit ausgebrannt. Ich habe euch nicht empfohlen, also... Oh je. Also, jetzt ist das noch wieder frisch, zumindest das... Warum... Mit was habt ihr das gebrannt? Ich hab doch gesagt, es war verdammt schmerzhaft. Ich musste da doch irgendwas gegen tun. Ja, aber mit welchem Gegenstand? Ein Brandeisen. Sagt. Nee, das war nicht mein Brandeisen. Das sollte hier noch irgendwo rumliegen. Ich hatte mich gar nicht daran erinnert, das in meine Kajüte gepackt zu haben, aber da war es. Kann ich auf Dämonologie prüfen? Auf Dämonologie? Paktmale erkennen? Dämonologie, oder? Ja, Magiekunde, ja. 13. Ich möchte die 20 shippen. Ja, also da brauchst du auf alle Fälle den Schicksalspunkt. Jemand, das kann gegenschippen. Du kannst die ganze Probe wegschippen. Auf einem THW von 18, auf einer 17, 17, 15. Ja, gut, probieren wir es aus. Ich verspreche dir, dich nicht in den Falle zu hauen. Oder du sagst einfach, er soll die 20 behalten. Ja, und dann reicht's nicht. Also 13 reichen nicht. Wenn er mit dem Odem drauf guckt, ja, aber mit einer Magiekunde reicht's dann nicht. Ja, dann behalt die 20, mein Freund. Okay. Lass uns nicht drauf ankommen, ob du mich in die Pfanne haust. Da kennt mich einer zu gut. Wir haben das PvP aktiviert, sehr gut. Nö, ich wollte ihn ja wirklich nicht in die Pfanne hauen. Lass mich kurz überlegen, wo waren wir? Ach ja. Jedenfalls wird das die Sache ein klein wenig verkomplizieren. Also, ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass ich das ein drittes Mal ausbrennen muss, oder? Nein, auf keinen Fall. Allerdings, nehmt doch hiervon erstmal einen Zug. Und du kriegst den guten, hier den reinen Alkohol in die Hand gedrückt. Nicht ausspucken, bitte. Ja, riecht ja schlimmer als die Plöre, die man bei uns am Hafen säuft. Ja, na gut, und weg damit. Gut, wir werden nun... Ja, also im Grunde, ich schneide die Wunde unsachgemäß auf, das wird ziemlich wehtun. Und lege da den roten Drachenschlund hinein. Dann, ich möchte dieses ganze Brandding, glaube ich, rausschneiden. Okay, also den ganzen Hautlappen einfach wirklich rausnehmen. Boah, Junge, also du kannst es halt aufschneiden, es blutet doch ganz normal, du kannst es reinlegen und... Das ist am Ohr, nicht wahr? Da ist direkt der Schädel drunter. Ja doch, also wenn Tito schneidet einfach in so ein... Das ist das Zentimeter mal ein Zentimeter? Es ist halt so groß wie das Ohr, ne? Okay, dann schneidet er den ganzen Hautlappen, den er mehrfach verbrannt hat, glaube ich, wirklich raus. Und dann bindet er mit einer Binde den Drachenschlund rum. Also rein. Ja, okay, dann gibt es einen Verbund drum und dann... Heilt das hoffentlich und wächst nicht wieder nach. Was ihr jetzt tut, ist, ihr legt euch zu einem holsamen Schlaf hin. Und direkt nachdem ihr aufwacht, geht ihr zu Netja und lasst sie das überprüfen. Sie soll den Drachenschlund drin belassen, aber die Wunde neu verbinden. Also, Diamantis kriegt jetzt erstmal 3 bis 6 Schadenspunkte.
Und nach. Ja, dann muss ich erstmal regenerieren, weil ich bin da auch nur noch auf 23 HP. Ja, solltest du das tun. Jetzt schick doch vielleicht die eine Regeneration hast du auf alle Fälle und dann kannst du 3W6 Schadenspunkte kriegen. Weil wenn er jetzt hier am Ohr rumschnippelt und abschneidet, ja, das ist halt nicht so geil. Ui, 14. Das ist eine Wunde. Zeit für einen Heiltrank. Das ist also, mich an deiner Stelle lassen, als du willst, dass der Drachen schon einwächst. Es blutet wie Schwein. Ja klar, ich komme auf 13 LEP. Ja, also Mullbinde drüber wie sonst nichts. Nun, wie ich bereits sagte. Und so wie es hier steht, innerhalb der nächsten Woche sollte der Drachenschlund die Fluch aufnehmen und wir können ihn dann hinausholen. Die Überreste der Blätter. Ist das da meine Haut? Ja. Was habt ihr getan? Warum habt ihr das abgeschnitten? Ich kriegte sie nicht wieder angenäht. Und hätte da nicht ein kleiner Schnitt ausgereicht? Verzeiht, dass ich meine letzte Lektion im Haut wieder zu nähen an einem kalten Leichnam durchqueren musste. Aber warum sagt ihr mir das doch nicht vorher? Nun, ihr wollt ihr ein Wehrwesen werden oder nicht? Was? Nein, natürlich nicht. Deswegen also, dann haltet die Klappe und ertragt es. Warum halten wir uns denn nicht einfach nur an das, was Kanenzentiana gesagt hat? Also, bei allem Respekt, aber das war ein kompetenter Mann. Weil es nie... Kanenzentiana kann auch nicht nähern, das weiß ich aus erster Hand. Oh, scheiße. Dann wird es jetzt wirklich Zeit für die Mütze. Ruht euch aus, lasst euch regelmäßig von Netia neu verbinden. Und wenn innerhalb der Woche der Drachenschlund sich nicht verfärbt habt, dann holen wir ihn so raus. Bis dahin sollte euer Heiltrank fertig sein. Ich glaube, ich brauche auch irgendeinen Hut oder so. Ich habe mir eine Turbane gekauft, vielleicht kann er euch einen leihen. Damit schauen wir rüber in die Kapitäner-Kajüte Rafim und Zulamin. Ja, Zulamin hat sich selbst und Rafim von dem Wein, den Abel mir aufgemacht hat, auch was eingeschenkt und sitzt jetzt auf ihrem nagelneuen, sehr riesigen Sofa. Und meint zu Rafim, weißt du, dich zum ersten Offizier zu erklären, war nicht meine überlegteste Entscheidung, aber je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich sie. Ja. Also ich halte mich natürlich grundsätzlich immer für die beste Wahl, davon mal abgesehen. Aber Abel mir hätte es nicht angepackt. Boltax ist zu nett. Diamantis hat sich mit jeder Mannschaft versaut. Und Sipidio wird es auch nicht machen. Also, ja. Da blieb ja nur ich. Remy nippt an ihrem Weinglas. Ja, natürlich. Das Ausschlussverfahren. Wie in meinem Fall ja auch. Aber du darfst jetzt lachen. Ich habe die Hoffnung, dass es dadurch, dass du erster Offizier bist, weniger Gewalt auf dem Schiff geben wird. Ja, da würde ich auch von ausgehen. Diamantis muss Furcht erzeugen durch das Durchführen von Gewalt. Bei mir sollte die Androhung ausreichen. Genau. Du musst niemandem beweisen, dass du ihm schreckliche Dinge antun kannst. Die Leute sehen dich und sie wissen es. Und darum werden sie gehorchen. Ja, aber Furcht ist eine tolle Waffe. Ja, aber sagen wir so, mir wäre es ein Anliegen, wenn du dir die Grausamkeit für jene aufsparst, die es wirklich verdient haben. Du weißt schon, nicht so wie Diamantis, der sie an einer elenden Kreatur wie Ismaban ausgelassen hat. Darf ich euch eine Frage stellen? Gewiss. Es ist das erste Mal, dass ein Chorgeweihter unter euch dient. Ja. Dann lasst mich euch etwas, eine Weisheit mit euch teilen. Wir folgen Befehlen. Gut. Dann ist mein Befehl an dich, nicht grausamer zu sein als nötig. Wie ihr wünscht. Wo wir gerade davon sprechen,
Ich bezahle Teile der Mannschaft dafür, andere Teile der Mannschaft auszuhorchen. Jetzt, wo ihr Kapitänin seid, solltet ihr das wissen. Das tatsächlich ist die Hallandfahne. Das ist interessant. Und nun ja, zeugt davon, dass du eben nicht nur ein Muskelprotz bist. Die Leute unterschätzen dich. Und? Haben sie dir interessante Dinge gesagt? Naja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe das mehr für ernste Dinge geplant, nicht für diese Alrik-Verschwörung. Das war mir dann doch etwas zu lächerlich. Aber wenn es mal wirklich zum Aufstand, zur Meuterei kommen sollte, sollte ich eigentlich vorher wissen, wer die Redelsführer sind. Das ist gut. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass es hoffentlich nicht so weit kommt, dass wir die Anzeichen frühzeitig erkennen und es abwenden können, bevor es wirklich unschön wird. Naja, jetzt wo ihr die ganzen schönen Seiten gehört habt, lasst mich euch auch die grausame Seite sagen, Zulamin. Es mag der Tag kommen, an dem hier an Bord jemand fällt oder einer von uns, Kameraden. Auch dann werdet ihr den Befehl geben müssen. Ja, ich weiß. Gut. Denn ich sage es mal so, jedes Kommando kommt mit seiner Bürde. Und es ist nie schön, Freunde zu befehligen. Ja, ich merke bereits, wie... Ja, ich weiß nicht, was sie tun und was sie reden, aber ich habe es bei Abel mir gesehen. Dadurch, dass er in einer Machtposition war, haben Leute Dinge vor ihm verheimlicht, Dinge ihm lieber nicht gesagt. Lieber, nun ja, getan, was sie für richtig hielten und ihn nicht damit behelligt. Und ich fühle mich ein bisschen unwohl dabei. Ich habe das Gefühl, als würde ich spüren, wie im ganzen Schiff Dinge vor sich gehen, von denen ich nichts weiß. Und die ein Problem sein könnten, von dem ich wissen müsste. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich befürchte, auch damit werdet ihr euch abfinden müssen. Zumindest... Solange ihr verfahren wollt, wie Abel mir es getan hat. Solange es funktioniert, hat es ihn nicht interessiert. Du meinst also, ich soll die Augen verschließen und es mir gleichgültig sein zu lassen, solange alles läuft? Das musst du entscheiden. Sagen wir es mal so. Ich würde Boltax auspeitschen, wenn ihr es befehlen würdet, aber ich glaube, es würde euch mehr wehtun als Boltax oder mir. Möglich. Aber es wird der Tag kommen, an dem es nötig sein wird. Ich weiß, du tust, was nötig ist. Und auch das ist ein Grund, warum es mir lieb ist, dass gerade du mein Stellvertreter bist. Denn... Wenn ich sterbe, wirst du den Kampf fortführen. Und deswegen ist es gut, dass das Kommando an dich fällt. Oh, das ist ja niedlich. Das ist ja wirklich niedlich, dass ihr glaubt, ihr könntet vor mir sterben. Ah, das würde ich doch nicht zulassen. Nein, natürlich nicht. Sie schaut einen Moment sinnend ins Leere. Und sagt dann unvermittelt, das mit den Elefanten war echt dumm. Also, im Nachhinein betrachtet, ja. Aber das Endergebnis ist zufriedenstellend. Und weißt du was? Ich kann es dir nicht übel nehmen, denn... Vielleicht ist das Letzte, was dich noch menschlich macht. Dass du dich über so etwas freuen kannst. Komm, lass uns die Elefanten besuchen. Es klopft an der Tür von Abelmir.
Ja? Ja, moin. Du bist ja jetzt nicht mehr Kapitän und so. Du kannst sehen, ja, wie Sechion in der Tür steht. El Chigoron auf seiner Schulter. Was wünscht ihr? Willst du ein eigenes Hühnchen kaufen? Du kannst drauf wetten. Wir machen illegale Harnkämpfe unten im Unterdeck. Jetzt, wo du von einer von den Ausgestoßenen bist, kannst du ja mitmachen. Was kann man gewinnen? Naja, du setzt halt dein Geld gegen unser Geld. Und wenn dein Hühnchen gewinnt, wirst du ausgezahlt. Wenn unser Hühnchen gewinnt, dann wirst du nicht ausgezahlt. Aber dann kriegst du dein Geld nicht wieder und dein Huhn ist tot. Meistens. Ein Limit? Nein. Sehr schön. Zurzeit sind im Pott 3 Silbertaler. 3 Silbertaler scheint mir etwas gering. Naja, wir haben nicht mehr. Alles für neue Hühnchen ausgegeben. Verstehe. Du kannst jetzt aussuchen, sie sind noch alle frisch. Wir geben dir ein bisschen Salz, kannst du den selbst in den Arsch blasen. Ich bin nicht sicher, ob ich das möchte. Guck mal, Elchigoron, ist er schon ziemlich krampfhahn? Keine Ahnung. Elchigoron, du kannst sehen, wie da wohl irgendwelche Eisen-Sachen in die Krallen eingearbeitet worden sind. Der Schnabel ist wohl auch irgendwie mit Eisen verfeinert worden. Das ist schon kein normales Kampfhühnchen mehr. Das scheint mir etwas unfair. Könnte ich meinen Huhn auch etwas verbessern? Ihr könnt mit einem Huhn machen, was ihr wollt, wenn ihr es kauft. Interessant. Pro Huhn brauche ich 2 Silber. Dann kannst du daran rumbasteln, wenn du willst. Na gut. Aber Chimären sind verboten. Natürlich. Lass uns einmal schauen, was ihr für Hühner im Angebot hat und wo die begleiten nach unten. Okay, kommen wir runter. Ja, kannst du nach unten kommen in die Kabüse und siehst dann da wohl, wie ja, zahlreiche neue Sachen eingekauft worden sind. Neue Zwiebeln, selbstverständlich Answin wird wieder Kartoffeln schälen und Bruder Galgenstein schneidet sich wieder wohl irgendwie die Fußnägel. Du weißt nicht genau, wo das herkommt. Ist auch egal, aber es sind zumindest eine ganze Menge große Käfige mit Hühnern da. Viel zu viele. Und ob die Eier legen, weißt du nicht. Aber die sind wohl alle irgendwie übereinander gestapelt und krächzen da. Interessant. Schon gucken mal die Hühnchen. Ich habe keine Ahnung von Hühnchen. Tierkunde. Schauen wir mal. Und wenn du auch noch wissen willst, ob die dressiert sind als Kampfhühnchen, dann ist das eine Abrechenprobe. Ich habe keine Abrechten. Aber ich habe eine von Hühnchen anscheinend. Ja, also ist nicht sonderlich erschwert, irgendwie +2 oder so. Da ist nichts Spektakuläres bei. Die sind nicht alle gesund, aber die Flügel sehen bei dem einen oder anderen dann doch besser aus als bei dem. Und die Füße, die Krallen, der Schnabel. Ah, eine gute Pick-Qualität. Und konntest du dann eins von denen? Oh, es sind bestimmt so 15, 16 Hühnchen. Vielleicht sollte ich mich in Konchum nach einem eigenen Hahn umschauen. Ist mir scheint mir etwas mickrig. Kannst du machen. Wir wollten nur fragen, ob du mitmachen willst, weil die steigen jetzt demnächst wieder. Wenn wir eine neue Mannschaft haben und alles und die dann versammelt sind im Unterdeck, das darf nur nicht die Kapitänin mitkriegen. Natürlich. Und wie gesagt, jetzt bist du ja einer von den Ausgestoßenen. Ja, genau. Niemand mag dich. Das würde ich so nicht sagen. Nenn mir 3 Leute, die dich mögen. Das ist nicht so entscheidend, ob ihr mich jemand mag oder nicht mag. Wenn ich diesen Kampf gewinne, und vielleicht steigt mein Ansehen. Okay, kauf dir ein eigenes Hühnchen, ist mir egal. In 2 Tagen, sagt ihr, findet der Kampf statt? Wenn die Mannschaft wieder vollständig ist, damit wir mehr Silberteile zu haben. Aber wir können auch Testkämpfe machen. Schauen wir einmal. Drittes Blut. Ich werde mir ein entsprechendes Hühnchen besorgen. Keine Chimären. Ich verstehe. Keine Chimären. Okay. Mach's gut, du Trottel. Mach's gut, du Fußschneider. Und wollte mich irgendwie oben zur Kabine begeben. Er hat mich auch rüde unterbrochen in meiner Zeichnung irgendwie. Ja. Und normalerweise lasse ich sowas ja eh nicht zu irgendwie und wollte mich dann weiter in meiner Zeichnung für meine Umgestaltung in der Kabine widmen irgendwie. Also mit ausfahrbaren Tischen und Stühlen und klappbaren Betten, klappbaren Schränken etc. Ja, kannst auch schon mal eine Mechanik- und eine Holzbearbeitungsprobe machen, wenn du möchtest. Mechanik auf jeden Fall. Sekunde. Ja, Holzbearbeitung auch. Warum denn nicht? Die Arbeit muss ich anderen überlassen. Also ich will nicht selber. Ja, das ist eine theoretische Holzbearbeitungsprobe. Kannst du trotzdem würfeln? Ich suche gerade Wissen. Und Handwerk. Das sieht gut aus. Theorie passt.
Serpentilio könnte dir eine Schruf-Oger-Chimäre zusammenbauen, ein Schruger. Schauen wir mal. Aber ja, ich hoffe, das reicht, um meine Pläne zu vervollständigen oder zumindest erstmal in der Theorie auszuarbeiten. Und ich würde die Arbeiten dann am nächsten Tag vielleicht an andere Handwerker. Handwerker, genau, richtig, richtig. Genau. Nicht unbedingt unser Handwerker, aber ich bin glaube ich ausgelastet, aber dann gibt es bestimmt. Ja, du kannst ja auch irgendwelche anderen zusammenholen vom Hafen aus, das geht auch. Genau. Gut, dann ist das am nächsten Tage höchstwahrscheinlich fertig, dass du dein Bett hochziehen kannst, dass du deinen Schreibtisch einklappen kannst und dass du dann mehr Platz in deiner Kajüte hast, als eigentlich vorgesehen wäre. Das war meine Grundidee dabei, genau. Ja, und dann kannst du dich auch noch an die ersten Hühnchenskizzen setzen. Genau. Gut. Ein mechanisches Hühnchen. Genau, das wäre cool. Voltax. Ja, ich wollte ja wie gesagt zu unserer Bordmager, zu unserer ersten Bordmager gehen. Kohlrab. Genau, dann würde ich an der Tür klopfen. Magister Kohlrab, hättet ihr eine Minute? Tretet ein. Vielen Dank. Nun, es geht um Folgendes. Ihr findet euch also auch endlich mal wieder zu mir? Ja. Es geht um Folgendes. Und zwar, ich weiß nicht, ihr habt ihr sicherlich mitbekommen, dass es dem Matrosen Ismaban nicht so gut ging. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Nun, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe daraufhin auf Bitten von Haswolf eine Reise in sein Unterbewusstsein unternommen. Genauer gesagt, in seine Träume, um ihn von innen quasi zu heilen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mir doch vieles absonderlich und unstrukturiert vorkam. Und ich habe gemerkt, ich als Zwerg verstehe mich nun einmal nicht aufs Träumen. Träume liegen unserer Spezies ja nicht und sind uns fremd. Alle Träume, die ich jemals hatte, sind Albträume, also furchtbare Erfahrungen. Aber ich dachte mir, ich habe davon gelesen in meiner Zeit in Belanca, dass es Möglichkeiten gibt, sich in Träumen zurechtzufinden. Und ich wollte fragen, ob ihr als sehr gebildete Frau und erste Bordmager vielleicht über derartige Fähigkeiten verfügt und sie mir eventuell beibringen könntet. Nun, die Grundkenntnisse habe ich allerdings nicht weiter ausgeformt. Nun, ich denke, die Grundkenntnisse reichen fürs Erste. Ich kann euch selbstverständlich diese Zauber beibringen. Alles Weitere müsstet ihr dann selbst für euch bewerkstelligen. Es geht mir nicht um Zauber, sondern um die Sonderfertigkeit Traumgänger. Ja, kannst du bekommen. Gut. Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich muss euch allerdings darauf hinweisen, dass ich in Korrespondenz mit Piotr Holmen stehe und dass er demnächst in Kunchum eintreffen wird. Das ist erfreulich. Nun, ich leite das an unsere Kapitänin weiter. Das könnt ihr gerne tun. Das ist in der Tat erfreulich, wobei auch Nachteile mit euch einhergehen. Ich fühle mich an Bord dieses Schiffes leider etwas unterrepräsentiert und natürlich bekomme ich mein Geld, freue mich auch darüber, allerdings wird meine Magie nicht so sehr gewertschätzt, wie ich das gerne möchte. Und daher habe ich mich entschlossen, bei Piotr Holmen, meinem alten Freund, anzuheuern. Nun, das steht euch selbstverständlich frei. Da müsst ihr natürlich noch einmal mit der Kapitänin genauer darüber sprechen, aber ich werde ihr auf jeden Fall eure Bitte vortragen. Zudem werdet ihr mich auch nicht ganz los, denn so wie ich Piotr verstanden habe, wird er als Held des Bornlandes und als Seeoffizier von großem Ruhm sich eurer kleinen Unternehmung als Verbündeter anschließen. Der Bund, das ist ja fantastisch. Er wird euch also mit seinem eigenen Schiff begleiten. Die Marschallen, ihr habt Wiege wunderbar. Von Hummergraben. Ja, optimal. Das sind doch wunderbare Neuigkeiten. Ha, da kann ich zu Laminia morgen bei der Offiziersbesprechung ganz viele neue, interessante Einzelheiten erzählen. Hab Dank. Nun, also. Und dann würde ich halt mit ihr diese Sonderfertigkeit durchgehen, beziehungsweise mit ihr über Träume reden und ja, die Natur dessen ergründen. Okay.